Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen tatsächlich mal wieder mit einem Video auf diesem Kanal hier. Ich muss mich entschuldigen, letzte Woche war komplettes, absolutes Chaos. Es geht jetzt wieder los. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht als Entschädigung, ich habe nämlich aktuell ein bisschen Zeit, gibt es vielleicht demnächst mal so einen 20-Stunden-Stream oder sowas. Ja, 24 Stunden, da gehe ich immer komplett kaputt. Aber ja, vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Könnt mir ja mal gerne sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Jetzt beschäftigen wir uns mit Akali The Rogue Assassin Update, beziehungsweise Rework. Die sollte ja ein Rework bekommen. Das ist schon seit gestern draußen, das heißt, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, was Sache ist, aber ich denke, ja, es gibt einfach immer sehr viele Leute, die fragen, hey Tobi, was hältst du von der neuen Akali und dies und das, ne? Und für die Leute, die nach meiner Meinung fragen, die werde ich gerne hier droppen, natürlich, aber auch gerne diesen Champion erklären. Grundsätzlich, Akali wurde schon mal gereworked, so ein Mini-Rework hat sie bekommen. Sie sind Champion, ich würde nicht sagen, dass sie zu schlecht ist, dass man sie reworken muss, ja, dass sie komplett irgendwie nicht in LOL passt und einfach kein gutes Kit hat. Das alte Kit war schon ziemlich cool, aber das neue Kit, ich muss sagen, holla die Waldfee, mein Kabel bricht. Das ist nicht so gut, der wird irgendwann zerbersten. Also der gefällt, das Rework gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich bisher sagen. Ihr habt ja schon am Anfang den Trailer so ein bisschen gesehen, sah cool aus und das gehen wir jetzt durch. Ihre Passive heißt Assassin's Mark und wir fangen doch mit der Q an, weil die Passive ist komplett verdoomt, Leute. Diese ja, fangen wir mit der Q an. 5-Point Kunai Strike. Ist super einfach. Ihr werft vor euch ein paar Kunais hin. So, da ihr seid so richtig so hier so Naruto-mäßig. Die werfen ja auch mal mit Kunais, ne? Zack. Ne? Zack. Das Grün, was ihr seht, ist die Passive. Also, das gehört nicht zur Q. Was hier man dazu sagen muss, das Ding hat super wenig Reichweite, geht anscheinend durch Minions durch, das ist gut, also durch Ziele durch generell. Wenn ihr das zaubert, wenn ihr volle Energie habt, das heißt, der Akali hat immer noch Energie, dann heilt ihr euch. Wenn das Ding Level 5 erreicht habt, dann macht es zusätzlichen Schaden an Minions und Monsters und es slowt auf Maximum Range. Ja, das heißt, wir sehen hier hinten, ist so ein kleines Feld, die Gegner, die da in den Kunais drinstehen, werden quasi geslowt. Ja, da sind dann diese Schriftrollen wie aus Naruto dran und dann explodiert. Okay. So, W. Die W ist super geil, ist so wie die alte W. Das ist ein Rework, ich finde, es beinhaltet halt noch den Core, warum man Akali spielt. Du bist Ninja, du kannst so eine Rauchbombe auf den Boden werfen, du hast so komische Waffen, die sonst keiner hat. Ne, bei Aatrox hat es einfach, wobei der Aatrox aktuell ziemlich broken ist. Ne, muss man doch irgendwie sagen, zumindest im Competitive. Und da hier, Twilight Fraud, das ist halt die Ultimate in einfach nur 100 mal geiler. Das heißt, ihr beschwert euch immer, dass ich das immer so oft anhalte. Ich lasse einfach mal laufen. Ja, ihr seht richtig. Also, kurz zusammengefasst. Akali wirft eine Bombe auf den Boden, so wie gewohnt. Der ganze Bereich ist verdeckt. In diesem Bereich ist sie unsichtbar und hat zusätzliches Movement Speed. Währenddessen kann sie, beziehungsweise der Kreis breitet sich so ein bisschen nach außen aus und in der Mitte verschwindet es. So, ja, das heißt, sie geht noch weiter. Sie hat, wie gesagt, mehr Movement Speed und kann da drin rumlaufen. Das ist alles cool. Sie kann währenddessen, weil sie ja unsichtbar ist, nicht anvisiert werden von Gegnern. Wird aber, wenn sie Schaden bekommt, durch zum Beispiel AOE-Effekte oder was auch immer, durch eine Anivia-Ult, kommt dieses Blinken. Das heißt, man kann sie sehen, wo sie sich aufhält, aber man kann jetzt nicht sie direkt angreifen. Das Lustige dabei ist, dass auch Turm-Damage, beziehungsweise niemand kann sie angreifen, nicht mein Turm. Ja, der Turm kann sie nicht angreifen. Sollte Akali währenddessen aus der Wolke rausgehen oder halt kurz jemanden angreifen, dann wird die Dauer dieser Rauchbombe erhöht. Das heißt, wenn sie immer mal kurz jetzt so eine kleine, so wie so, das erinnert mich übel an Naruto schon wieder, da gibt es diese, komische, das war tatsächlich meine, ich weiß gar nicht, ob es ein Kerl war oder eine Frau, Haku hieß sie, glaube ich. Ich glaube, es war ein Kerl, der sich wie eine Frau verkleidet hat. Das hat immer so mit so Eisnadeln geworfen und da war auch so ein riesen Eispalast drumherum und dann kam sie, dann hat sie nämlich von oben angegriffen, von links, von rechts, von unten, die quer diagonal und das ist quasi so bei Akali auch. Du kannst jetzt in dieser Wolke den Gegner angreifen, wieder direkt verschwinden, angreifen, wieder direkt verschwinden, angreifen und so weiter. Das heißt, ihr seht, der Tau schießt direkt, ja, sie ist kurz aufgedeckt, ist super schnell wieder unsichtbar, also richtig, richtig schnell. Hat diesen Damage aber bekommen, kann man gleich sehen an der HP, die weggegangen ist. Also, auf jeden Fall cool. Ne? Auf jeden Fall eine coole Mechanik. Dann geht es zur E, ist auch ein Shuriken. Stopp mal, nee, das hier ist ein Kunai und das hier ist ein Shuriken. Sie wirft ein Shuriken und springt gleichzeitig nach hinten ein kleines Stück, wie man sehen kann. Ich achte immer auf solche Sachen. Ne? Ich bin ja ein Analytiker
Und das ist immer ganz wichtig. Man muss sagen, das Ding ist schon mal ziemlich klein. Na, die Hitbox ist nicht besonders groß und ich glaube, es bleibt am ersten Ziel hängen. Ja, jetzt ist das Ziel markiert. Das heißt, sie kann, wenn sie jemand mit dem Shuriken trifft, ein Ziel markieren und sie kann auch ebenfalls ihre Rauchwolke markieren. Ja, zack, markiert. Und dann kann sie auf das Ziel zudashen. Das ist ihre E. Markieren, drauf zudashen. Das, was sie da macht, das ist was anderes, das ist ihre Passive. Gehen wir nochmal zur Perfect Execution. Sie hat 2 Sprünge, nicht ganz so groß wie ihre alte Ultimate, aber sie hat 2. Beim ersten Dash macht sie Physical Damage und stunt die Leute. Ich lasse nochmal ablaufen. Physical Damage und stunt die Leute ganz kurz. Und beim zweiten macht sie Magical Damage und Execute Damage. Ja, das heißt, je weniger AP, umso mehr Damage. Ist eine coole Idee. Sieht erstmal langweilig aus, aber gut. Dann kommen wir zur Passive. Und zwar, die Passive ist so, wenn Akali einen Champion mit einer Ability damaged, dann wird eine Zone errichtet. Genau diese hier. Und diese Zone, ich muss selber sagen, ich habe sie nicht 100% verstanden. Ich kann euch jetzt sagen, was hier steht. Wenn dieser Ring geformt wird, dann kriegt Akali Burst of Movement Speed towards it. Also wenn sie drauf zuläuft. Na, das Ding ist, ja, wir haben hier so 2 so Dinger. Einmal den und einmal diesen hier. Also hier steht natürlich noch mehr, wenn sie den Ring, also crossed, also entweder rausläuft oder wahrscheinlich reinläuft, dann wird ihr Karma, also ihre Waffe, verzaubert, kriegt zusätzliche Reichweite und verursacht zusätzlichen Schaden bei ihrem nächsten Auto-Attack. Außerdem wird dabei wenig Energie restored. Das ist soweit auch alles logisch. Na, wir sehen, das Ding bewegt sich mit. Jetzt geht sie raus, ihre Kunai ist verzaubert. Sie hat jetzt mehr Angriffsreichweite, kann von hier angreifen und macht zusätzlichen Schaden. Das ist alles klar. Was ich nicht verstanden habe, ist, also im Prinzip hätte ich gesagt, ja, wenn sie sich auf den Kreis zu bewegt, dann kriegt sie zusätzliches Movement Speed. Das heißt, wenn sie von draußen ist und reinläuft, drauf zuläuft. Wenn sie hier ist und drauf zuläuft, kriegt sie zusätzliches Movement Speed. Wenn sie allerdings, so wie hier, ja, deswegen ist das Beispiel vielleicht ein bisschen schlecht, drin steht schon, dann bekommt sie, glaube ich, dieses, ich weiß nicht, sie bekommt es halt, ja, wenn sie towards it, when, also ich, es verwirrt mich einfach ein bisschen. Sie kriegt aber auch zusätzliches Movement Speed, nicht nur wenn sie auf den Ring zuläuft, sondern auch wenn sie auf den Champion zuläuft. Und ich glaube, dafür ist das Ding da. Das zeigt jedes Mal dich, beziehungsweise ja, das Ding, wo du halt hinlaufen musst, damit du Movement Speed bekommst. So ähnlich wie bei Vayne. Wenn du nach hinten läufst, kriegst du ja beim Gegen, du kriegst ja auch als Vayne nur Movement Speed, wenn du auf den Gegner hinzuläufst. So verstehe ich das Ganze. Ja, das heißt, ja, jetzt kriegt sie kein Movement Speed, weil sie davon wegläuft. Würde sie nach oben laufen, kriegt sie zusätzliches Movement Speed. Wenn sie von hier hinten drauf zuläuft, kriegt sie auch zusätzliches Movement Speed. Und wenn sie rausgeht, ist es Kunai verzaubert. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Wir können uns das Ganze mal hier in diesem Video angucken. Hier ist nämlich so ein Play-Video. Ich lasse es erstmal laufen. Könnt ihr euch nicht beschweren. Und dann sage ich euch, was da passiert ist. Also, zusammengefasst, sie benutzt hier ihre Ultimate und stunt direkt Echo. Auf einer relativ guten Reichweite, geht super flott, muss man sagen. Also, da hast du wenig Zeit, gegen zu reagieren. Was sie jetzt macht, ist, sie wirft ihr Shuriken und springt natürlich gleichzeitig nach hinten. Kann aber dann natürlich auch direkt wieder, weil sie das Ziel markiert hat, drauf zuspringen. Und man hat ganz am Anfang in dem Trailer gesehen, ich glaube, diese Sprungreichweite ist unglaublich gigantisch riesig. Das heißt, du kannst damit sogar über Wände springen. Du wirfst das Shuriken auf ein Ziel und da ist eine Wand zwischen, springst du drüber. Weil man hat im Trailer gesehen, dass sie über Wände springen kann. Und ich glaube, die Reichweite ist wirklich riesig. Riesen, riesen, riesengroß. Jetzt macht sie dann irgendwelche Basic, was weiß ich. Können wir ihre Passive sehen? Wird die ausgelöst? Normalerweise müsste ja ihre Passive jetzt... Ja, kann sein. Und jetzt macht sie ihre Rauchwolke. Gleich, irgendwann. Ne, das war erst nochmal die Ult, ne? Das war die zweite Ult-Aktivierung. Das heißt, ihr könnt sehen, die Ult-Aktivierung hat unglaublich lange Zeit, bis ihr die nochmal reaktivieren könnt. Das ist wirklich großes Feld. Und die Reichweite ist auch relativ groß, finde ich, ne? Finde ich schon okay. Dafür, dass sie 2 Sprünge hat, sie, ja, okay, da kommen wir gleich zu. Hat ihr Kunai geworfen, war eigentlich ziemlich useless, muss man sagen. Macht jetzt ihre Bubble, hat auch hier, jetzt müssen wir das nochmal kurz, ich stopp gerade, aber wir haben es ja einmal kurz durchgesehen. Jetzt prockt sie ihre Passive nämlich gleich. Jetzt ist wahrscheinlich hier der Kreis. Na, und sie läuft aus dem Kreis raus. Zack. Hier war der Kreis. Und jetzt hat sie ihre Kunai verzaubert. Vielleicht war dafür die Q da. Ne? Ich meine, okay, sie hätte die Q trotzdem besser werfen können. Sind wir ganz ehrlich. Aber jetzt ist sie natürlich unsichtbar. Hat den Arm angegriffen und alles Gucci.
Ja, Gedanken. Meine Gedanken zu diesem Champion. Grundsätzlich sieht das super cool aus, super sneaky, super nice, super saftig, Sweet Tofsky. Wir können mal kurz die Champions, weil hier ist mir aufgefallen, gibt es eine Infernal Akali oder ist das ein neuer Skin? Gibt es Infernal Akali? Ich meine, das sieht super geil aus. Hier haben wir noch die gelbe Wespe. Standard. Ja, das sieht man nicht mehr ganz. Ist auch nicht so wild, weil die sind teilweise hier, das sind die Standardbilder. Ja, zu den Skills. Grundsätzlich bei der Q hast du eine gute Entscheidung. Denn die Q, du kannst, wenn du volle Energie hast, heilst du dich damit. Das heißt, du hast zwei Entscheidungen. Das Ding hat wenig Cooldown. Du kannst also sagen, ich möchte jetzt super hart Wave clearen und du wirfst die Q die ganze Zeit auf Cooldown. Q, 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 Q. Oder halt auch eben den Gegner poken, fighten. Q, Q, Q. Oder du sagst, ich opfere Damage, heile mich aber dafür und du musst jedes Mal warten, bis du wieder volle Energie hast. Man weiß nicht, wie viel es kostet und wie schnell das Ganze reagiert. Na, das eigentlich kann man schon sehen, wie schnell das Ganze regeneriert. Ja, es dauert schon relativ lange. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, du möchtest dich heilen, dann musst du halt immer so alle 10 Sekunden oder länger auf deine Q warten, bis du volle Energie hast. Ich weiß jetzt nicht, warum hier steht, macht 40 einen Schaden ab Stufe 5. Ich wüsste nicht, warum sie das kriegen sollte. Vielleicht, dass sie dann besser roamen kann oder ich weiß es nicht. Vielleicht, dass man auch die Q einen Anreiz hat, die Q zu maxen. Vielleicht wollten die nicht, dass die Leute die E maxen oder sowas. Ist interessant. Ansonsten, ja, die Rauchbombe ist natürlich super cool zum Tower-Diven. Holy fucking shit. Man muss natürlich berücksichtigen, am Anfang kannst du noch in dieser Rauchwolke in der Mitte stehen. Was mir hierzu eingefallen ist, die Ultimate, also erstmal grundsätzlich klar, das sieht erstmal cool aus, aber der Gegner kann rein theoretisch einfach rausflashen oder springen. Ne? Die Ultimate ist also, die Rauchwolke muss also sehr, sehr gut platziert werden. Was mir ebenfalls dazu einfällt, aber wenn der Gegner wirklich da drin ist, vielleicht sogar in der Javan-Ulti, du kannst ultra geil, du springst mit deiner Ult einfach hier so durch, stunst den Gegner und bist sofort wieder unsichtbar. Instant. Und erhöhst aber die Dauer des Spells, weil du kurz wieder sichtbar warst, springst direkt wieder zurück und erhöhst nochmal die Dauer, machst wieder Schaden, bist wieder instant unsichtbar. Kannst das Kuna hier noch reinwerfen, kannst auch die E hier zu benutzen, um dann nochmal hinzuspringen. Also die Rauchbombe ist wirklich gut. Ja, zu dem Schuriken muss man natürlich sagen, du kannst das Ding auch einfach nach vorne, also nach hinten werfen, damit du, wir können ja mal gucken. Ja, sie stand hier, also sie springt ungefähr fast, also sie springt schon ganz, ganz gutes Stück so, ne, so mehr als ein Riven Dash. Du kannst es natürlich auch benutzen, vielleicht zum Escapen. Wie lange braucht sie, na, könnte gehen, ne, könnte gehen, dass du sagst, du wirfst oder zum Chasen als Beispiel. Ansonsten, bei der Passive bin ich mir halt noch nicht sicher, also die, ja, die ist schon cool, ne, keine Frage. Vor allem hier kann man halt sehen, das, was ich mich hier frage nochmal mit der Passive. Passt auf. Normalerweise die Passive war ja ungefähr so groß, ne? So groß ungefähr. Sie springt jetzt nach hinten und erst jetzt trifft das. Normalerweise müsste die Passive ja so groß sein. Irgendwie grob. Sie kriegt aber instant das Kunai. Das verstehe ich halt nicht. Deswegen verwirrt mich das Ganze auch so komplett. Normalerweise müsste sie doch erst... Oder es ist wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn sie... Das auslöst aber gar nicht in Reichweite, dass das instant geprockt wird. Das kann sein. Ich dachte, sie müsste jetzt trotzdem über diese Linie drüber laufen, um diesen Proc zu bekommen. Aber vielleicht ist es so, dass sobald sie das einfach, wenn sie nicht in dem Kreis drin ist und diese Passive proct, dass es sofort zum verbesserten Kunai wird. Das kann sein. Ich meine, sie hat ja auch nichts anderes als ihre E, um das zu procken, weil mit allen anderen Spells kommst du ja instant in Reichweite. Du könntest natürlich dann auch sehr, sehr cool machen, indem du sagst, das ist eine coole Mechanik. Du sagst, hey, du bist jetzt im Nahkampf, du ultest erstmal und stunst. Ich denke mal, das ist einfach der Engage. Ne? Du ultest am Anfang und am Ende, so wird es funktionieren. Dann kannst du den Gegner natürlich noch slowen. Und wenn er geslowt ist, wirfst du wahrscheinlich dein Kunai drauf, springst nach hinten und löst damit deine Passive aus. Weil du ja gleichzeitig direkt aus deiner Passive, diesen aus dem Ring hinausspringst. Und dann kannst du aber direkt wieder auf den Gegner zuspringen. Wichtig hierbei ist, solltest du den Shuriken verfehlen, dann bist du gerippt, dann bist du komplett... RIP. Weil, nehmen wir an, sie wirft den nach hier oben, dann ist sie... Ne, das funktioniert nur, wenn du dein Ziel triffst. Sonst du fliegst trotzdem nach hinten, kommst aber nicht wieder ans Ziel ran. Das soll ja eigentlich was Aggressives sein. Das heißt, wenn das Ding nicht trifft oder auf den Falschen, dann bist du halt doch ein bisschen gerippt. Finde das Kit auf jeden Fall alles in allem ziemlich cool. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr... Ja, was ihr von der Passive haltet, ob ihr irgendwas vielleicht anders seht als ich und was ihr generell von dem Rework haltet. Ich würde...